Hallo und herzlich willkommen in Deutschland. Du hast aufgrund des Krieges in deiner Heimat in der Ukraine oder in Russland deine Heimat verlassen und bist bei uns in Deutschland angekommen. Du sprichst wahrscheinlich weder Deutsch noch kannst du unsere Schrift lesen. Wenn es mir so gehen würde, wäre ich vollkommen hilflos. Wir möchten dich aber bei uns in unserem Land willkommen heißen und haben deswegen ein Bildwörterbuch unter dem Titel Zeichner bauen Brücken erstellt. Ich habe andere Illustratoren gebeten, mit mir gemeinsam Visuals zu zeichnen, Bilder zu zeichnen, damit du anhand dessen dich erstmal durch Zeigen orientieren kannst, dafür Sorge tragen kannst, dass du Kleidung hast, dass du Essen hast, dass du vielleicht auch Medizin bekommst. Dann kannst du anhand dieses Bildwörterbuchs aber auch die deutsche Sprache lernen. Wir haben hier eine ausgedruckte Variante des Bildwörterbuchs, so sieht das aus. Und darin siehst du jeweils Seiten mit 20 Bildern zu Themen, die dich in deinem Alltag beschäftigen. Schau hier, und dann kannst du zeigen, was du gerade brauchst. Du siehst aber auch, dass unten drunter dann auf Deutsch und auf Ukrainisch das Wort auch geschrieben steht. Das heißt, du kannst anhand dessen auch die deutsche Sprache lernen. Das Ganze kannst du tatsächlich über QR-Codes, die du auf unserer Website findest oder auch auf diesen kleinen Visitenkarten, wenn sie dir irgendwo begegnen, auf dem Smartphone, auf dem Tablet benutzen. Du kannst es dir dort downloaden und dann jederzeit auch offline benutzen. Und wir haben dieses Bildwörterbuch, das mittlerweile 102 Bildblätter, also 102 mal 20 Worte umfasst, über 2000 Worte. Das haben wir für dich jetzt auch noch mal besser gemacht. Dazu gibt es nämlich Lernspiele und dazu gibt es in der Zwischenzeit auch Audiofiles. Das heißt, du kannst über kleine QR-Codes oben rechts in der Ecke der Bilder mit deinem Smartphone dir ein Audiofile herunterladen, wo du dir anhören kannst, wie auf dieser Seite jeweils die Worte ausgesprochen werden. Damit kannst du viel leichter Deutsch lernen. Du kannst unsere Sprachmelodie lernen. Du lernst auch gleich den Artikel mit, denn den haben wir mit eingesprochen. Und wir möchten es dir so leicht wie möglich machen, dich hier bei uns wohlzufühlen. Wohlfühlen ist unter diesen Umständen schwer, aber dies ist unser Versuch, dir zu vermitteln, dass wir Menschen zusammenhalten müssen in schwierigen Zeiten und dass wir einfach dich sehen in deiner schwierigen Situation und wenn etwas ist, dass hier Menschen sind, die auch für dich da sind. Aktuell gibt es dieses Bildwörterbuch in Deutsch-Ukrainisch. Wir bereiten es im Moment auf Österreichisch-Ukrainisch vor und wir bereiten es auf Deutsch-Russisch vor. Es werden möglicherweise noch weitere Sprachen folgen. Denn im Moment haben wir 102 Bildblätter und insgesamt haben wir schon über 200 Bildblätter im Hintergrund fertig, die jetzt nach und nach erscheinen. Aber das mit der Übersetzung ist für uns Deutsche genauso schwer wie für dich, Deutsch zu lernen. Das heißt, wir mussten Übersetzer finden, die ein gutes Ukrainisch übersetzen können. Denn jeder Ukrainer meint, ich kann Ukrainisch. Aber das Hochukrainisch, das gute Ukrainisch, das können nicht so viele. Und deswegen gibt es auch immer noch mal kleine Anmerkungen, dass unser Ukrainisch noch nicht perfekt ist. Aber braucht es perfektes Ukrainisch? Sprechen wir in Deutschland perfektes Deutsch? Nein. Wichtig ist, dass du dir jetzt in der Situation gut helfen kannst. Und das kannst du, indem du eben auf diese Bilder zeigst oder versuchst, diese Worte zu lernen. Und das kannst du eben über diese Audiofiles auch tun. Wir möchten für dich auf diese Art und Weise ein bisschen Hoffnung spenden, damit es dir vielleicht ein Stück weit besser geht und du dich ganz schnell hier bei uns in Deutschland orientieren kannst. Und jetzt noch eine kleine Bitte an andere, an Deutsche, die das sehen, an Menschen, die sagen, ich möchte dieses Projekt unterstützen. Wir brauchen im Moment Sponsoren, Menschen, die uns Geld zur Verfügung stellen, damit wir noch viel mehr von diesen Heften dann im DIN A5-Format
drucken lassen können und den Menschen aus der Ukraine als Willkommensgeschenk in die Hand geben können, damit sie dieses Heft auch in der Handtasche mitnehmen können. Deswegen, wenn Sie spenden wollen, wenn du spenden möchtest, dann bitte gerne an uns wenden. Es geht per PayPal, es geht per direkter Überweisung. Ich schreibe das auch alles noch auf die Website. Und ich möchte zum Schluss noch eins sagen. Ich bin mit diesem Projekt alles andere als alleine. Wir, das ist ein ganz großes Team von Menschen, die mittlerweile dieses Projekt unterstützen, was ich am 10. März gestartet habe. Da ist allen voran Edda Wilkening, meine Co-Administratorin, meine Projektleiterin an meiner Seite, die wir das gemeinsam stemmen. Sie ist die Druckvorlagenherstellerin, die das alles richtig schick macht, auch für Druck oder auch das Layout im Netz. Und dann haben wir noch ein großes Team an Übersetzerinnen. Anna aus Malaysia, Julia, die sitzt jetzt in Burgwedel. Dann haben wir ganz viele zusätzliche Übersetzerinnen, die auch zuarbeiten. Natalia, die uns tatsächlich die Website übersetzt. Wir haben aber auch ganz viele Helfende. Allen voran und stellvertretend für alle anderen möchte ich Nadine Alexander und Sabine Heinlein nennen, die uns einfach den Rücken frei halten, damit wir dieses Projekt richtig stemmen können. Denn wenn wir jetzt nochmal weitere Hefte drucken lassen, dann reden wir über 7.000, über 10.000 und mehr Stück. Die wollen natürlich auch bewältigt werden. Das heißt, wir stemmen hier ganz viel, damit es den Menschen aus der Ukraine besser geht. Und wir würden uns riesig freuen, wenn Sie, wenn du uns bei diesem Ding unterstützen würdest. Und noch eine Bitte an die Ukrainerinnen und Ukrainer aus gutem Grund. Wir haben uns Gedanken gemacht, was könnten die Themen sein, die dich jetzt im Moment beschäftigen. Aber vielleicht haben wir dabei ganz wichtige Themen vergessen. Wenn es also Themen gibt, zu denen du dir Bildblätter wünschst in einer der folgenden Ausgaben des Bildwörterbuchs, dann lass es mich bitte wissen. Dann können wir nämlich auch weitere Blätter zeichnen, damit du genau das bekommst, was du brauchst. Dazu kannst du mir ganz einfach eine E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse findest du auf dieser Website. Ich danke, dass du bis hierhin zugehört hast, dass du bis hierhin einfach auch bereit warst, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen angenehmen Tag und ich wünsche dir als Ukrainerin, als Ukrainer ganz viel Kraft, diese schwere Situation durchzustehen. Aber du weißt hoffentlich jetzt, du bist nicht alleine. Es gibt ganz viele Menschen, die sich für dich einsetzen. In diesem Sinne. Einen schönen Tag noch.